So it has come to this. Good men, torn from their kin, to rage and spill the blood of other men's foes. But we will not be forgotten. Shall be known, even when our bones are dust scattered on the wind. And our names will inspire the mighty to rise. Moin und damit willkommen zu Troy, a Total War Saga, einem Ableger der Total War Serie, wobei es kein vollwertiges Total War ist, wie beispielsweise Three Kingdoms oder Rome 2 oder Empire oder was auch immer, sondern eher ein kleinerer Ableger, wie gesagt, der Total War Saga Reihe. Und da kann man es am besten vergleichen, wie beispielsweise der Titel Thrones of Britannia ist auch ein Total War Saga Titel. Aber wer das nicht gesehen hat, der kann sich bei den älteren Total Wars vielleicht eher so die Kampagne bei Empire um den Bürgerkrieg vorstellen oder die Medieval DLCs. So in dem Bereich soll es hier gehen. Also praktisch ein etwas kleinerer Teil der Geschichte in einer schon vorhandenen Epoche. Und hier geht es halt eben um ja, die Geschichte bzw. auch den Mythos Troja, da Troja bzw. auch die Belagerung und die Einnahme von Troja sowohl ein geschichtliches als auch ein sehr mythisches und sehr nicht wirklich eindeutiges Ereignis ist. Also man ist sich bis heute nicht zu 100% sicher, was da genau passiert ist. Und die Wiedergabe dieser Erzählung und der Ereignisse wird auch immer ein bisschen anders interpretiert. Beispielsweise gibt es ja auch einen sehr bekannten Film dazu, also Troja heißt der mit Brad Pitt. Und der fasst beispielsweise eine, ich würde jetzt eher sagen, rein menschliche Sicht auf diese Ereignisse, lässt dabei aber ganz klar mythische Ereignisse außen vor, wie es aber eigentlich bei Troja nach Überlieferung stattgefunden haben soll. Also sollen Minotauren und so weiter gekämpft haben, Achilles soll mega krasse Rüstung bekommen haben und so weiter. Tatsächlich habe ich dieses Spiel bisher noch nicht gespielt. Es kam auch erst am 13., also gestern, falls ihr das Video heute schaut, an dem es rausgekommen ist, raus. Und ja, weiß also überhaupt nicht, was mich hier erwartet. Ich habe mir auch keine wirklichen Gameplay-Szenen oder sonstige Trailer vorher wirklich angeguckt. Deswegen bin ich sehr gespannt, was hier kommt. Und ich weiß auch nicht so wirklich, was ich erwarten soll, weil von Thrones of Britannia war ich nicht wirklich begeistert, weil es, wie gesagt, kein vollwertiges Total War war und auch einen geschichtlichen Aspekt abgegriffen hat, der jetzt nicht so der Hammer war. Außerdem war da die Gefahr, dass diese Fraktionen alle so ein bisschen zu ähnlich sind. Ich stelle mir das bei Troja hier genauso vor, weil im Prinzip kämpfen hier Griechen gegen Griechen. Ja, es sind andere Räume und es sind natürlich verschiedene Stadtstädten, die hier gegeneinander kämpfen. Troja ist beispielsweise ein Stadtstaat. Nichtsdestotrotz sind es halt irgendwo doch alles Griechen der Antike, also werden sie wohl auch ähnlich Krieg führen, ähnlich kämpfen und vielleicht auch ähnlich handeln, also sowohl in der Kampagnenkarte als auch auf dem Schlachtfeld. Und deswegen bin ich ein bisschen gespannt, wie sie das hier umsetzen, genauso wie sie hier auf Überlieferungen eingehen. Also nehmen sie mythische Einheiten mit rein und wenn ja, wie setzen sie das um? Nehmen sie aber auch so Vorlagen wie den vorhin erwähnten Film Troja, um halt ein bisschen auch das Publikum abzuholen, was halt sozusagen die Mainstream-Geschichte hinter Troja kennt. Beispielsweise auch das hölzerne Pferd, was nach Überlieferung meines Wissens nach so nie passiert ist.
Nichtsdestotrotz ist es aber ein Teil des Mythos Troja und gehört zu Troja mit, weil ich denke mal, Troja bzw. die Belagerung und die Einnahme von Troja ist eins der bekanntesten Sachen der griechischen Antike. Also das trojanische Pferd ist ein Ausdruck, was so ziemlich jeder irgendwie kennt. Und deswegen bin ich sehr gespannt, wie das Creative Assembly in ein Spiel verpacken will. Vor allem, wie Creative Assembly es schafft, daraus eine ganze Kampagne zu machen. Weil die Geschichte um Troja ist ja jetzt kein Eroberungsfeldzug mehr oder weniger. Hier haben sich ja eigentlich nur Stadtstaaten gegen einen einzelnen Stadtstaat gestellt. Ja, Troja hat wahrscheinlich auch Verbündete gehabt. Aber schlussendlich war es eine Belagerung von Troja. Während dieser Belagerung sind dann Ereignisse passiert und so weiter. Aber schlussendlich war das jetzt kein genauer Eroberungsfeldzug wie beispielsweise von Alexander dem Großen oder sowas. Also deswegen bin ich da sehr gespannt, wie mir das Spiel praktisch die Kampagne rechtfertigen will. Aber ich bin sehr gespannt. Wir werden, wie gesagt, eine neue Kampagne spielen. Ich habe eingeschaltet, dass für neue Spielmechaniken, die bisher bei Total War noch nicht bekannt sind, dass ich da einen kleinen Infotext bekomme. Also wundert euch da dann nicht. Ich denke, das ist aber auch für euch als Zuschauer nicht schlecht, falls ihr die Kampagne oder das Spiel noch nicht gespielt habt, wisst ihr ja dann auch noch nicht, was auf euch zukommt. Der Rest, der Total War typisch ist, den kann ich gerne erklären. Denke ich, versteht sich aber dann relativ von selbst, wenn ihr mir dann so sieht, wie ich dann bestimmte Sachen hinein, wie ich da rangehe und so weiter. Und ja, wir haben jetzt hier die Auswahl zwischen Dana, also praktisch der Gegenpart zu Troja unter König Agamemnon. Hat sich ein Bündnis formiert, was Troja einnehmen sollte. Unter ihm haben sich dann auch andere bekannte Persönlichkeiten der Antike gesammelt, wie beispielsweise Achilles, der zu der Zeit der wohl beste Krieger und ja auch mythenumrankteste Krieger der Zeit wohl ist. Odysseus hat eine eigene Geschichte, praktisch eine eigene Reise begonnen, und diese Geschichte ist auch bei sehr vielen bekannt. Bei ihm kommen so Sachen wie Zyklopen, Sirenen und so weiter her. Menelaos, der Mann von Helena, dessen Frau wurde vom Trojaner-Prinzen entführt. Ich komme gerade auf den Namen nicht. Ich meine, hier ist Paris. Aber das werden wir gleich sehen, weil wir werden die Trojaner spielen. Denn wenn Total War für etwas bekannt ist, dann, dass man seine eigene Geschichte schreiben kann. Und dass man einfach mal ein bisschen in so eine Art Sandkastenmodus reingeht. Und ja, er hieß tatsächlich Paris, der kleine Wicht hier, der hat dafür gesorgt, dass der Trojanische Krieg ausgebrochen ist. Mehr oder weniger, man kann das natürlich so oder so sehen. Kann natürlich auch eine reine Prestigeaktion gewesen sein. Aber Paris ist halt derjenige gewesen, der die Prinzessin Helena aus den Armen des Menelaos entführt hat nach Troja, die dann mehr oder weniger freiwillig in Troja geblieben ist, weshalb es dann zu dem Trojanischen Krieg kam. Sein Bruder Hektor hat ihn dann gegen Achilles mehr oder weniger erfolgreich verteidigt. Die anderen beiden hier, die kenne ich tatsächlich gar nicht, also sie sagen mir auch namentechnisch nicht, obwohl ich mich mit der Story und dem Drumherum eigentlich auskenne. Falls jemand aber von euch weiß, wo die beiden hier einzuordnen sind, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Da würde ich mich drüber freuen, weil ich, wie gesagt, die nicht einzuordnen weiß. Wir werden aber Hektor spielen. Also Paris soll hier schwer sein, dadurch, dass ich das Spiel bisher noch nicht gespielt habe, ist das, denke ich, keine gute Sache, direkt mit was Schwerem zu beginnen, sondern mit was ganz Normalem. Wir haben ja vorhin gesehen, dass Agamemnon, der war leicht. Würde ich jetzt also auch nicht anfangen, weil zu leicht will ich es auch nicht haben. Ich will schon ein bisschen Herausforderungen haben und wie gesagt, den Gegenpart spielen. Troja ist ja bekanntermaßen eingenommen worden. Ich will das Ganze verhindern mit Hektor, der Gegenpart zu Achilles tatsächlich. Und deswegen bin ich sehr gespannt, wie sich das Ganze aus trojanischer Sicht spielen wird. Wie wir uns da schlagen werden, und ich denke, wir starten mal dann direkt die Schlacht. Mit, wie gesagt, Hektor, wir werden alles auf normal lassen. Ja, ich traue der KI einiges zu, aber nicht, dass sie auf sehr hohem Schwierigkeitsgrad irgendwas schwieriger macht, außer irgendwelche komischen Buffs zu kriegen, wodurch sie nur abnormal stärker wird, aber nicht intelligenter. Deswegen lasse ich das lieber. Falls ihr das Spiel also gerne auf schwer spielen wollt, lasse ich euch da natürlich gern Raum für, aber ich denke mal, um es kennenzulernen, ist das ganz gut, wenn wir die
auf normal spielen. Wir haben jetzt hier noch einige Sachen, die uns vielleicht interessieren sollten. Wir starten relativ weit im Norden. Paris tut das Ganze etwas weiter westlich von uns. Aeneas ist nördlich von uns und der ist ganz weit im Süden. Ich weiß jetzt tatsächlich nicht, ob wir in Troja direkt starten. Das werden wir dann sehen. Ich meine, dass Troja eigentlich irgendwo hier gewesen sein soll. Aber das werden wir dann sehen. Wir sollen erfüllte Aufgaben für euren Vater Priamos, König von Troja, um sein Wohlwollen zu gewinnen. Das werden wir natürlich schaffen. Wir sind ja Hektor. Gewinnt das größtmögliche Wohlwollen, ehe euer Bruder dies tut, um ihn und Troja zu konföderieren. Aha. Also gehört uns Troja noch nicht. Wir müssen da also mehr oder weniger umkämpfen. Ist ja auch erstmal so nicht verkehrt. Der Bund von Azuva. Je mehr Land euer Verbündeten kontrollieren, desto mehr positive Effekte erhalten eure Armeen. Das ist cool. Also umso... Das sehe ich aber ein bisschen Snowball-Prinzip. Also umso mehr wir erobern und unsere Verbündeten, desto krasser werden wir. Armeen bewegen sich schneller über die Kampagnenkarte, haben mehr Moral, brauchen weniger Unterhalt und rekrutieren günstigere Einheiten. Aha. Also sind wir so ein bisschen so eine Massenarmee, denke ich mal. Also nicht viel Qualität, aber dafür Quantität. Wenn ihr eure Verbündeten helft, könnte sie es mit euch... Wenn ihr euren Verbündeten helft, so, jetzt haben wir es, könnten sie es euch mit einem Geschenk danken. Wahrscheinlich finanzieller Natur. Vielleicht kriegen wir sogar Einheiten. Empfohlene Spielweise. Hektors Truppen sind größtenteils zähe, schwere und kostspielige Einheiten, die sehr gut gerüstet sind und sich für heftige Frontalangriffe eignen. Gefällt mir. So mag ich das. Aber ist ein bisschen seltsam. Sie sind schneller, haben mehr Moral, brauchen weniger Unterhalt und rekrutieren günstigere Einheiten. Und hier steht, ja, kostenspielig. Hebt sich ein bisschen auf. Also ich bin gespannt, wie sich das da bemerkbar macht. Wir können Helden rekrutieren, den nicht. Wir können aber einen Verteidiger. Okay, die haben wahrscheinlich unterschiedliche Sachen. Kämpfer. Und den Kriegsherr. Das werden wir in der Kampagne, denke ich mal, sehen. Kampagne. Gegnerische Fraktionen sind von starken Boni und Malussen nicht betroffen. Sie planen ihre Züge. Das erklärt wahrscheinlich nur die Schwierigkeit, denke ich mal. Gegnerische Truppen. Ja, wenn ich das jetzt hier umstelle, dann wird sich das wahrscheinlich ändern. Wir können das ja mal kurz testen. Bei schwer. Ja, da ändert sich der Text. Aber wir werden das, wie gesagt, auf normal lassen. Wir haben einzigartige Fraktionseinheiten. Einmal Hektors Auserwählte. Wahrscheinlich krasse Nahkämpfer. Gewichtsklasse mittelschwer. Okay, Gewichte. Aha. Immun gegen Flankieren, exzellenter Angriff mit Schild, also sind halt aber krass. Streiter von Stroja, die sind also Speerträger-Heinis, die krass sind. Die machen auch verschiedene hier. Das haben sie wie bei Total War Warhammer gemacht. Damit kenne ich mich aus. Na, Bonus gegen Schwertkämpfer, Bonus gegen Abkämpfer und Bonus gegen große Feinde. Also sind die eigentlich gegen alles krass. Die normalen hektorianischen Auserwählten, die können nichts wirklich. Bis auf ein Schild haben. Okay, cool. Immun gegen Flankieren und verbesserte Flankenangriffe. Das stand ja auch schon da oben. So, und das sind die Wachen von Troja. Das ist also praktisch dieselbe Einheit wie das. Nur in anders, vermute ich mal. 80. Nee. Die sind einfach ein bisschen... Wir sind ein bisschen varianter, aber jetzt nicht viel besser. Ich würde sagen, dass die Streiter von Troja sind besser. Aber wir werden direkt in die Kampagne starten, nicht lange tüdeln. Aber ich denke mal, um das hier ein bisschen kennenzulernen, sollte ich mir das hier definitiv angucken. Unseren Held Hektor brauche ich jetzt hier, denke ich, nicht vorlesen. Ansonsten könnt ihr das pausieren. Ist halt der Bruder von Paris, der halt der beste Krieger Trojas ist. Fertig. So. Sohn des Priamos und der Hekabe. Plus 10 Moral aller Einheiten in dem eigenen Gebiet. Das skaliert ja dann ein bisschen hiermit, also mit dem hier, also mehr Moral. Ich habe dann noch mehr Moral in seiner Armee. Goldeinkommen pro Runde. Das feiere ich natürlich, denn Geld bedeutet Armee und Armee bedeutet Sieg. So. Sind wir lediglich Spielzeuge der Götter? Oder sind sie ein Vorwand, um unsere eigene Torheit zu rechtfertigen?
taken her! He's taken my wife! You've risked the safety of Troy. Troy is my home now. You have my oath, brother. She will be returned to you. Brother, I can fight! Go, seek shelter. There'll be plenty of fighting ahead. Der Zorn Achaeas wird Troja ereilen. Ares handelte aus Liebe, doch er hat den Krieg gebracht. Ob die Mauern von Ilion standhalten werden, wissen nur die Götter. Was aus? Die Götter wissen alles besser. Sind ja auch Götter. Ich bin tatsächlich ein bisschen verwundert darüber, dass wir sowohl englischen Part mit deutscher Übersetzung haben, als auch eine deutsche Übersetzung. Finde ich ein bisschen seltsam. Wo bleiben die schönen Total Wars, die komplett deutsch übersetzt sind? Finde ich schade. Bei Total War Warhammer 2 hat es mich nicht gestört. Da finde ich das irgendwie auch passend. Aber bei so einem Ableger fände ich schon gut, wenn es da auch eine komplett deutsche Übersetzung gäbe. Und nicht so jetzt so ein komisches Halb-Halb. So, Hector, der älteste Sohn des Priamos, sammelte seine Truppen und sucht Verbündete, um die Verteidigung Trojas gegen die mächtige archäische Streitmacht zu sichern. Ja, es scheint so, als würden wir jetzt uns erstmal verteidigen müssen. Werden wir sehen. Ah ja. Paris of Troy must pay! Oh, Kriegertöter Hektor, die Söhne Achaeas werden mit 1000 Schiffen über das Meer segeln. Nicht nur wegen Helena, sondern auch um Troja und seine Bewohner auszulöschen. Brother, your foolish passion has doomed us. Aus der Stadt Seleia herrscht ihr über die innerste Region der Troas. Prinz Paris hat die schöne Helena in seiner Rücksichtslosigkeit an die Küste Trojas gebracht. Die Vergeltung hat bereits begonnen. Der Süden wurde von Äolern attackiert. Der Überfall kam aus Lesbos, doch noch beherrschen sie die Insel nicht vollständig. Im Norden hält Aeneas für Troja den Hellespont. Fear not, noble cousins. I stand with you. Auf den Inseln im Westen schützt euer von den Göttern gesegneter Bruder Troilos die Küstengewässer im Namen eures Vaters, König Priamos. Ihr müsst die verschiedenen Streitkräfte Trojas vereinen, um die drohende Rache Achaeas abzuwehren. Das werden wir schon alles irgendwie schaffen, denke ich mal. Aber wir haben jetzt ja auch vorhin in der kleinen Minisequenz nochmal eine kurze Zusammenfassung der Geschehnisse bekommen. Eine sehr, sehr abgespeckte Version, was mich sehr überrascht. Vermutlich ist mehr in den einzelnen Texten zu finden. Vermutlich wird mehr während der Kampagne ein bisschen erzählt. Da bin ich auf jeden Fall gespannt. Nichtsdestotrotz haben wir dann doch eine sehr, sehr kurze Geschichte über die Entführung Helenas bekommen. Klar, ja, an sich ist es auch nicht wirklich viel mehr dazu zu sagen, weil, mein Gott, ja, Paris hat halt Helena entführt und fertig. Aber warum jetzt Krieg erklärt wurde und so weiter, das wurde irgendwie ein bisschen abgelassen. Also es wurde einfach ignoriert, was ich sehr schade finde, weil ich mir denke, gerade eine so doch relativ historisch genaue Spieleserie wie Total War könnte da doch ansetzen. Aber na gut. Hector von Troja, hier kriegen wir noch mal ein bisschen Auskunft über die Fraktion, die wir spielen, aber ich denke, das ist jetzt nicht so wichtig. Um eure Ländereien zu verwüsten und eure Städte zu plündern. Doch vielleicht unterschätzt er eure Stärke.
marschiert los, stellt ihn im Kampf und schlagt ihn in die Flucht. Ja, das werden wir machen. Wir sollen hier die Armee der folgenden Fraktion im Gefecht besiegen, die Markierer. Ich kann leider nicht draufklicken, es gibt hier auch keine Lupe oder sowas. Ich kann nur das nur wieder schließen. Das heißt, ich weiß jetzt gar nicht, wer die Markierer sind. Ich muss mal eben wegen dem Symbol gucken. Es ist halt sehr, sehr, sehr klein. Ich habe auch noch nicht so ganz herausgefunden, wo wir jetzt hier eigentlich sind. Ich vermute mal, das könnten wir sein. Ja, das sind wir. Und das sind die Markierer. Okay, cool. Aber dass ich das nicht ranzoomen kann oder sowas, schade, kann man bei sehr vielen Total Wars. Ist ein kleiner Knackpunkt. Hier kriegen wir nochmal eine Beschreibung. Hier sollen wir also direkt mal die Küste säubern. Kriegen dafür Nahrung und Bronze, was scheinbar wichtig für unsere Wirtschaft ist. Okay. Weltenereignisse, Spielereigenschaft, das haben wir uns schon hier durchgelesen. Gut. Wir haben jetzt noch hier einige Schaltflächen, unsere Helden und Agenten. Wir haben bisher nur Hector. Provinzen haben wir wahrscheinlich auch nicht viel, bis auf das hier und das obere im Norden befindliche Celia. Das gehört aber hier nicht zu. Doch, das gehört ja mit zu. Es fehlt nur noch Gargara, also praktisch die Stadt, die wir sowieso einnehmen sollen. Gut, wir haben hier in der gegnerischen Armee... Ups. Pflegt ihr Beziehungen, nee, ich wollte gar nicht. Mächten. Nee, tschüss. Schließt ja, ich, ja. Und Bündnis. Also ich will ja hier die Stadt sowieso einnehmen, damit ich eine Provinz habe. Oha. Da haben wir aber ganz schön viele Icons, die komplett neu sind. Mal komplett was anderes. Hier ein bisschen mehr Comic-Look, wie mir das auffällt. Ist eine Geschmackssache, aber ist jetzt erstmal so nichts gegen zu sagen. Wir haben hier eine kleine Armee. Und eine gegnerische Armee, dessen Größe wir nicht kennen. Da ich aber davon ausgehe, dass das Spiel einsteigerfreundlich sein möchte, das dauert aber eine Runde, ne? Ja, würde ich diese Schlacht mal direkt schlagen, damit wir auch mal direkt eine Schlacht sehen. Wir sehen ja jetzt schon die Kampagnenkarte. Erstmal auf den ersten Blick, wie bei jedem Total War, etwas unübersichtlich. Hier blinken überall so ein bisschen was auf. Das wurde uns aber auch gerade in dieser kleinen Einleitung erzählt. Hier halten wohl unsere ganzen Verwandten und hast du nicht gesehen, unsere Grenzen. Troja liegt hier im dann doch Norden, hier an der Küste. Also, wenn ich mich nicht täusche, nee, da täusche ich mich bestimmt. Ich wollte sagen Dardanellen, aber das wird es nicht sein. Wir werden mal direkt, wie gesagt, hier mit Achilles, Achilles sei schon, mit Hector die Armee hier angreifen. Die bekommt auch keine Unterstützung, aber wir bekommen Unterstützung durch unsere Stadt. Hier müssen wir uns natürlich auch die Garnison angucken. Hier ist ein bisschen was drin. Was haben wir denn in der Armee drin? Hier haben wir Schwertkämpfer, die Wachen von Troja, die scheinbar echt gut sind. Milizkriegbande und Miliz. Trojanische Krieger, die scheinen aber mir auch eher eine Miliz zu sein. Ja, die sind noch schlechter als die Milizkriegsbande. Und Bogenschützen. Schwertkämpfer, die scheinen mir sogar echt noch okay zu sein. 30 Rüstung. Ja, wir werden also das mal schauen, wie sich das hier so schlagen lässt. Kein Gott steht euch zur Seite. Okay. Kriegen wir die Gunst der Götter, oder wie? Was haben wir hier denn drin? Steinschleuderer, Plänkler und ein bisschen Nahkampf. Wir kriegen aber Verstärkung. Also wir sollten diese Schlacht ja sehr, sehr deutlich gewinnen. Da das aber unsere erste Schlacht ist und ich sehr gespannt bin, wie die Einheiten aussehen, werden wir mal direkt auch in die Schlacht reingehen und mal gucken, wie sich Total War Troja in den Echtzeitschlachten schlägt. Hier haben wir so ein bisschen Art Design, was aus Total War Shogun mir irgendwie bekannt vorkommt. Ist nichts Schlechtes, ist mir jetzt nur aufgefallen. Raunen des Aufruhrs. Jetzt der Spion. Ah ja, das ist einfach nur wieder Informationstext. Das werden wir aber, denke ich, alles im Laufe der Kampagne feststellen. Und ja, bei mir sind hier diese Hintergrundfarben, die sind so ein bisschen am Haken. Aber es ist auch, wie gesagt, Release Day. Also es kann also noch dazu führen, dass es einige Bugs oder Fehler auftreten. Also kann sein, dass es nochmal so eine Art Day-One-Patch gibt. Das werden wir dann sehen. Also ich denke mal, das hier soll eigentlich flüssig sein, aber gut.
Ja, trockenes Wetter. Wir werden die Aufstellung direkt starten. Es hat keine Nachteile. Wir brauchen ja auch keine Nachteile. Eure Krieger sind bereit, euch zu dienen. Ja, du, da musst du mir nicht erklären. Ich glaube, ich stelle den Berater wirklich komplett mal aus. Ich dachte, der erzählt mir Neues. Aber der erzählt mir ja auch Sachen, die ich schon weiß. So, Speerträger nach vorne, Bogenschützen dahinter. Ja, das kennen wir ja nicht nur aus Herr der Ringe, sondern das ist auch einfach gut. So. Und jetzt haben wir hier den Hector, der ein einzelner Held ist scheinbar. Also so wie in Three Kingdoms, beziehungsweise auch Total War Warhammer. Mal gucken, wie krass der auch sein wird. Das werden wir herausfinden. Und ja, ich werde mal eigentlich direkt hier auf den Hügel gehen. Ne? Also ich werde die hier mal gruppieren. Die mal schließen, weil dann denke ich mal, ja, das funktioniert praktisch genauso wie in... Oh, die habe ich jetzt vergessen. Nee, das wollte ich dann doch nicht so. Ich wollte eigentlich alle. Bogenschützen. Ach, die sind doch da. Ach, ich habe die vergessen. Ah, okay. Wir haben jetzt hier also auch noch die Riggers. Wir haben alle so ein bisschen lockere Formation. Also so ganz solide stehen die da nicht. Aber gut, das passt schon so. So. Dann werden wir die mal hier direkt auf den Hügel stellen. Und uns die Einheiten auch mal angucken. Klar, ist jetzt hier so ein bisschen Gestrüpp. Aber die Einheiten, die sehen mir dann doch sehr gut aus, finde ich. Hat ein bisschen was von Rome 2. Aber halt ein bisschen origineller, ein bisschen neuer. Gefällt mir. Also Medieval in dem Design würde mir gefallen. Nur die Flora und Fauna, die sieht doch ein bisschen, ein minimal bisschen Comic-mäßig aus. Also es sind sehr viele Farben da. Was jetzt erstmal nicht schlecht ist. Aber es ist sehr bunt. Verstell den Göttern sei Dank. Okay, ich stelle den Berater gleich mal sofort aus, weil der erzählt mir ja wirklich nichts Neues. So, jetzt haben wir hier auch nochmal so ein bisschen Miliz. Ich glaube, die Schwertkämpfer, die sind solide. Die können wir uns hier ein bisschen als Elite vormerken. Oh, wir haben drei Bogen. Wir lösen mal die Formation hier direkt auf, um hier mal ein bisschen Ordnung reinzubringen. Ich kann hier die Einheiten auch verschieben, das ist natürlich schön. Sieg ist zum Greifen nahe, ja, das ist wohl wahr. So, Bogenschützen nach vorne. Wir haben hier nur so ein bisschen Trash. Oh, wenn ich Leertaste drücke, kriege ich sogar den Wald weg. Das ist eine coole Neuerung. Also Wälder sind immer mein Horror gewesen in jedem Total War. Man verliert die komplette Übersicht. Aber es ist ja auch sehr, sehr dicht. Dass der Wald weggeht, wenn man die Leertaste drückt, wenn man seine Einheiten also formieren will, ist purer Luxus. Ich stelle ich jetzt aus. Niedrig, minimal. Jo. Wir haben hier auch Werfer, also Plänkler. Mal hoffen, dass die Plänkler so funktionieren, wie Plänkler funktionieren sollten. So, und die Schwertkämpfer, die können hier... Praktisch in die letzte Reihe, das sind so unsere krassen Leute. Dann haben wir hier so eine Formation. Es dauert aber ein bisschen, bis die da sind. Das ist ein bisschen schade. Wir werden das Ganze mal ein bisschen hier verschnellern. Wo ist es? Da? Weil er verhält sich hier sehr, sehr defensiv. An sich richtig, ich greife ihn an und er muss sich nicht bewegen. Wir haben hier Steinwerfer, die sehen auch echt cool aus. Uff. Und so ein bisschen anderen Krams. Also sieht cool aus, die Einheiten, finde ich gut. Vor allem auch realistisch genug, finde ich. Wir haben sogar Hörner, das sage ich aber ein bisschen zu bezweifeln. Kaum sage ich realistisch, kommen Leute mit Hörnern. Ich sage zu bezweifeln, dass Griechen Hörner hatten. Also sowas kann ich mir eher vorstellen als Griechen mit Hörnern. Naja. Sowas kann ich mir auch gut vorstellen. So sahen die Leute halt aus, ne? Wir hatten keinen Rasierer oder so. So, jetzt ist unsere Armee hier formiert. Und wir können mal ein bisschen hier direkt... So, nämlich. Wir können mal ein bisschen hier vorrücken. Wir nutzen ein bisschen den Hügel hier aus. Oder werfen sie schon mit Steinchen. Da werde ich mal direkt... Von oben, wie die Pfeil. Ja. Sofort nach der Folge werde ich hier die Beraterfunktion komplett ausschalten. Der erzählt mir ja wirklich jeden Kram. So, das ist hier nämlich unser Meat Shield. Das habe ich mir so gedacht.
seht, wie die Feinde ein. Ja. Moral erklärt er mir. Ich habe, wie gesagt, die Option eingestellt, dass er mir Neuerungen dieses Total Wars erklärt. Er erklärt mir aber gerade alles. So, da ist ein Held. Der geht aber komplett rein. Und ich finde es sehr cool, wie smooth die Steuerung ist, wie smooth die sich bewegen. Ich hoffe, das kommt auch im Video in der Aufnahme so rüber. So. Könnte sich mal ein bisschen hier aufrücken. Die Schwertkämpfer können hinterher. Ares, wo bist du? Du sollst immer schön rein. Und jetzt betteln die sich hier richtig. Die machen so ein richtig nices Duell. Das kommt also so ein bisschen aus Three Kingdoms. Finde ich eine nette Sache. Zuschauen wird man da, denke ich, aber nicht so viel. Das hier noch? Ah, das sind die Elite. Boah, okay. Mach das. Das ist so ein bisschen wie Mana und ein bisschen Zauber aus. Da kann ich eine Einheit mit auswählen, oder was? Ja. Ah, cool, das geht auch scheinbar kartenweit. So wie es ausschaut. Und jetzt fliehen sie alle. Wir haben gewonnen, wir haben gesiegt. Die erste Schlacht ist geschlagen. Wir könnten es auch nochmal erneut spielen. Das ist eine Neuerung. Aber nein, wir werden es beenden. Wir brauchen jetzt nicht nochmal schlagen. Ich meine, wir haben ja gewonnen. Wozu nochmal schlagen? Und ich meine, wir haben halt so deutlich gewonnen. Wir haben ein bisschen Verluste gemacht, ja, klar, aber wir haben sich ja auch gewehrt. Und scheinbar, so diese Speerträger hier, die sehen so ein bisschen besser aus als die Speerträger, die wir haben. Also unsere sehen so echt, weißt du, aus dem letzten Dorf in Griechenland, naja, nicht Griechenland, aber so aus dem letzten Dorf rekrutiert. Hier hast du ein Speer, hast ein Schild, kämpf. Und die sehen wenigstens so aus, als hätten sie mal den Krieg gesehen. Oder wären dafür bestimmt. Ja, und leider konnten wir jetzt nicht so wirklich feststellen, wie genau, wie stark die Helden sind. Aber dass sie sich so ein bisschen duellieren und einzeln rumlaufen, heißt ja, dass sie ein bisschen stärker sein sollen. Dass sie ein bisschen kämpfen können, so wie die Helden in Total War Warhammer 2, beziehungsweise dann ja auch in Three Kingdoms. Und das finde ich an sich eine sehr gute Änderung. Passt zu den Trojanischen Kriegen. Hier ist es ja auch, wie gesagt... Oha. Ja. Kriegst das also nicht auf der Kampagnenkarte angezeigt, sondern kriegst so ein extra Screen dafür. Na dann. Schatzkammer, Moral der eigenen Einheiten, Verluste auffüllen, das will ich doch. So, und F zieht sich natürlich zurück. Wir kriegen jetzt hier so einen Haufen von Benachrichtigungen. Alles in so einer Art gezeichneten Form. Und das mag ich. Also das gefällt mir sehr. Ja, also man kennt ja diese griechischen Vasen, wo das dann drauf gezeichnet wurde. Oder irgendwelche Reliefs oder sowas. Und das nehmen sie als Vorbild. Das finde ich sehr, sehr cool. Was mich ein bisschen stört, ist der Comic-Look. Aber an sich so das gesamte Interface, die Optik, auch der Kampagnenkarte ist auf jeden Fall schlecht. Ist ein bisschen mir tatsächlich sehr zu bunt. Hier prasseln so viele Farben auf einen ein. Da hätte man, denke ich mal, ein bisschen sparen können. Oh, habe ich jetzt angeklickt. Ah, das wird so, wenn ich darüber hover. Okay, das kann ich aber noch irgendwie gar nicht machen. Schade. Aber es wird mir doch angezeigt, dass ich es mache. Königliche Erlasse. Scheinbar, ich kann das nicht mal schließen. Gebt 8. Ah. Okay, ich hätte einfach... Es kam so ein Infotext, den ich mit Escape wegdrücken soll. Okay. 90 Bronze pro Runde. Okay. Und hier kriegen wir Nahrung pro Runde. Ich würde erstmal Nahrung nehmen, weil Nahrung ist ja, denke ich mal, so ein ganz... Fundamentes Ding, ja, also jeder Soldat braucht Nahrung, jeder Bürger braucht Nahrung. Also würde ich hier, ach, das kann ich gar nicht anklicken. Ich kann, ach, das sind einfach nur generell. Ah, ja. Außer, nee, hier könnte ich Stein pro Runde machen. Und das haben wir halt noch nicht. Wir generieren Bronze pro Runde und wir generieren Korn pro Runde, aber noch kein Stein oder Holz. Ich weiß natürlich nicht, inwiefern das Holz oder der Stein wichtig wird. Hier könnten wir das Wachstum, die Rekrutierungskosten. Rekrutierungskosten, mittelschwerer, aha. Leichten und Ausbildungskosten für Agenten. Ich würde erstmal das Wachstum nehmen, weil wir, denke ich, die Provinz gleich eingenommen haben und dann können wir da ein bisschen was ausbauen.
Wie wir das aber ausbauen, wie wir die Provinz einnehmen, das sehen wir dann in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr seid da wieder dabei. Lasst gerne ein Abo da, um keine Folge zu verpassen. Viel Spaß bis dahin und ciao.